Nein, ich streame einfach meine Spiele hier, auf die ich gerade Bock habe. Also zurzeit machen wir DBD, Hunt, Showdown und vielleicht tut sich Midnight Ghost Hunt noch dazu gesellen. Und mit der Zeit kommen dann auch bei mir die Follower rein, weil den Leuten, denen mein Content gefällt, die möchte ich auch in meiner Community haben. Die sollen auch Teil meiner Community sein. Und auf irgendwelche Pseudo-Leute, die einfach irgendwas followen, wo sie keinen Bock drauf haben, da auf die kann ich sowieso verzichten. Und das gleiche gilt natürlich auch für mein YouTube, ja. Weil es macht einfach viel mehr Spaß, mit Leuten zu interagieren, die einfach auch den Content zu schätzen wissen, ja. Den man produziert. Und von daher. Oh, hier ist mein Cube. Aha. Wolltest du meinen Cube anfassen? So, Palette weg. Da habe ich mich wieder ein bisschen falsch abgeschätzt. Und da auch. Ich will dich haben, liebe Katie. Also bleib doch bitte stehen. Und die schaut schon allzu komisch hinter sich. Die hat doch Dead Heart. Nee, ich brauche keine Aufmerksamkeit, Leute. Ich will diese Aufmerksamkeit gar nicht. Ihr wollt mich schon wieder so ein bisschen ärgern, ne? Kate, du hast ja etwas, das gehört mir. Right? Right. Was du mir gestohlen hast, musst du mir zurückbringen, Kate. Schön. Und die hat wilde Pferdchen. Zwar einmal ein Pferdchen, das still und stumm. Alter, der Struggle ist aber auch richtig real heute. Und dran mit dir. Hello, my friend. Oh, schön, wie immer so reinsteppt. Das würde ich ein bisschen feiern auch. Dankeschön. Was du mir gestohlen hast, musst auch du mir zurückbringen. Lieber Jake. Das wäre eine coole Idee. Mit der grünen Wolke. Ja, viele DBD-Tuber tun ja, wenn die so Zusammenschnitte machen, die auch immer schon diesen Furz-Sound da drunter legen. Aber so eine grüne Wolke so vom Game an sich wäre schon cool. You summoned me. Ja, you summoned me. Jetzt hast du den Salat. So bist du nicht. I came. Na, verschissen. Ah, die hat wilde Pferde. Aber was bringen dir wilde Pferde, wenn der Haken hier gleich ist?
Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da ist er ja wieder. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, er wäre weg. Ich habe gedacht, der Jake stirbt jetzt schon. Habe ich gerade Steps gehört? Nee, es war die Tonne, ne? Es war einmal eine Kate, die war hier ganz allein. Und sie hat mich bambuselt, das finde ich nicht fein. Hä? Wo ist die hin? Yokoyuna, was ist los? Hast du Internetprobleme? Willkommen in Good Old Germany. Glasfaser? Warum denn? Der alte Kupferdraht tut's da auch noch. Bist du denn, Kate? Komm mal her. Oh, Basement Time. Das macht nichts, Yokoyuna. Der Versuch zählt. Oh, Laxus. Hey ho, wie geht's? Alles gut bei dir? Wo ist denn der Jake? Der war doch eben hier auch noch. Wo ist überhaupt... Wo ist denn da Megan? Okay. Ich hinterfrage nichts. Mir fällt nun mal gerade so ganz dezent auf, ich tue die, glaube ich, gerade richtig hart rasieren. Kann das sein? Die will ihn unbedingt noch fertig machen, ne? Oder er. Wo ist der? Ja, mach du ruhig meinen Würfel, ist mir egal. Aha! Das war deine Mission jetzt. Wenn nicht zur Steck gerannt hat, die steht doch noch die Gottpalette, Kollege. Ja, das Ranked Up gestaltet sich natürlich ein bisschen schwerer wie das letzte, ja, weil die Fähigkeit vom Zenobit natürlich bescheiden ist. Aber es läuft so langsam gut an, ja, und an sich geht es mir auch ganz gut, ich kann mich nicht beschweren. Ja, ich muss halt viel arbeiten jetzt die nächsten Tage, aber sonst alles easy eigentlich. Will die treffen da oben? Aber ich komme denn die nicht ran, die ist scheiße mit mir. Das ist ja doof. Ey, Devs, fixt mal euer Game. Und dann geht doch, du alte Scheiße. Wo seid ihr kleinen Schisser?
Ernsthaft, wo sind die? Hallo? Ah, und jetzt dicke Eier schieben und meinen Würfel machen, ne? Genau. Aber eben so ein Exploit gegen mich einsetzen, Kate, ne? Das sind mir die richtigen. Ich höre im Hintergrund. Ich hab die Pop Ghost Weasels. Liebe Kate. So, wo ist dein Exploit jetzt? Ja, dachte ich mir. Wo bin ich denn hingeswappt, Alter? Okay. Ah! Ich verstehe. Oh, hier ist ein Haken. Oh, ja, sorry. Too bad. Er geht noch zurück. Ich habe heute was richtig Geiles gegessen, und zwar richtig selbstgemachte Hamburger. Die waren richtig schmackulecker. Lol, hallo? Hm. Damit habe ich das Schicksal fast besiegelt von Mac. Die Tore sind sehr weit auseinander. Theoretisch kann sie es schaffen. Wo sind meine Ketten? Ketten? Wo seid ihr? Es war doch safe eine Kettenjagd. Oh, das klingt aber auch sehr lecker, Yukuyuna. Und wieder einmal ein 4K mit Pinhead, Leute. Einfach weil ich die Ketten, weil ich seine Fähigkeit so gut wie gar nicht benutze, bin ich mit Pinhead ziemlich gut. Ja, brutale Stärke. Ich habe ja schon so richtiges Winner-Bild gebaut hier, Leute. Lass mal gucken, was die anderen denn. Oh. Auf, Schluck, Bronze 2 und damit sind wir wieder mit dabei. So, wilde Pferde, beweise dich, Adrenalin. Ein Boon-Totem, ich hab, okay, es wurde aber nichts geboont. D-Strike, okay, wer war, das hier war der Jake, safe, der hat mir nämlich einen Haken abgebastelt. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem, was du jetzt so machst. Wer wollte denn hier hin? Ich nicht. Das ist der Grubenschacht. Der Grubenschacht. Scratch Marks. Ah, da läuft denn da?
eine Cheryl und einen Felix Richter, wollte ich schon sagen, aber das ist ja verkehrt. Oh, wie useful die Ketten sind, ne? Hast du gesehen? Ah, mach du ruhig mal den Würfel, ich habe ja hier schon mal... Ist mein Keller hier? Yes! Basement Time! Danke, Kampfbanane, dir auch natürlich ein schönes Osterfest, ja? Ich will dann immer sagen, lass dich reich beschenken, aber man schenkt ja zu Ostern eigentlich gar nichts. Außer Freude natürlich. Ostern ist einfach das schlechtere Weihnachten. Da wurde schon geredet. Von Cheryl! Kann man dich noch schnell hinlegen, damit die keine Punkte kriegt? Nee, du hast geliehene Zeit, okay. Cheryl, wo bist du denn? Liebe Cheryl, wo bist du denn hin? Läufst du nach Narnia? Da komm ich mit, keine Frage, ja. Das nächste Mal wollte ich dir hinterher mit Bambusel, Alter. Weißt du, was Sache ist? Uff, weil ich da so reingeschwungen bin. Okay, ich bin so ein bisschen am Laggen. I'll tear your soul apart. Ah, Frontblase. Was machst du denn hier? Ja, wir haben zwei Gents. Ich bin ja als nur hier hinten in dieser Ecke. Zack. Ich bin ja noch gar nicht hinten aus der Ecke rausgekommen. Ja, von was seid ihr alle hier? Ja, moinsen. Und da hinten spawnen Ketten. Ah, die ist weggelaufen. Ja. Nia. Nia, was hast du vor? Geil. Läuft ja schon wieder richtig schön geschmeidig hier. Er hat safe sein eigenes Perk, Iron Will dabei. Wenn ich Jake, also deswegen habe ich auch Jake angefangen hochzuleveln tatsächlich. Ich wusste nämlich damals jetzt gar nicht, wie stark das Perk tatsächlich ist. Erst durch so ein paar YouTube-Videos, die mir das damals erklärt haben, habe ich dann gemerkt, dass das Perk dann doch ziemlich strong ist. Was ist denn da hinten? Ist doch gar nichts. Habt ihr einen Heilungsversuch verschissen? Ja, geil. Ja, damit ist der Jake schon einmal raus. Mal so schnell schon einen raus, ohne Campen und ohne Tunneln, Leute. Ich hatte immer schön einen anderen dazwischen bei dem Jake.
Schere. Schere, Schere, Schere. Komm. Dankeschön. Ich fresse Paletten zum Frühstück. The box. You opened it. Aber wollen wir mal ein bisschen Port-Action machen hier, ne? I came. Zack. Hello. Hello again. Bin mir nicht sicher, ob sie gedeadhardet hat. Aber wenn, dann habe ich das ziemlich cool predicted, in welche Richtung sie deadhardet. I'll tear your soul apart. I'll tear your soul apart. Ich könnte mal das Addon mitnehmen, dass, wenn die Ketten durch die Umgebung zerstören, dann sofort eine neue Kette spawnt. Das wäre auf solchen Maps auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Geili, geili, geili. So, Cheryl, jetzt kommst du anhaken. Jetzt kommst du anhaken, ey. Muss gleich wieder niesen, es kribbelt schon so im Nasenloch. Uhoho. Ah, Mist. Was ist sie denn jetzt? Hier ist sie. Hallo, Cheryl. Der hat auch Iron Will. Ist ja natürlich auch ein sehr starkes Perk, was keine Nachteile hat, hat nur einen großen Vorteil. Warum sollte man das also nicht spielen? So, der Gen kommt aus. Ende im Gelände. Und da geht auch schon wer retten. Wunderbar. Nia. Oh, da kommt die Kate. Auf die habe ich ein bisschen mehr Bock. Und zack. Oh, jetzt bist du schon ziemlich krass gefesselt, ne? Da machst du nichts mehr. Du hast es also vorhin tatsächlich gedeadhardet. So. Und hier hinten wurde irgendwo mein Würfel gemacht, das weiß ich. Da, Scratch Marks. Sie läuft einfach an mir vorbei mit ihrem scheiß Iron Will. Ist der Ton hoch und die Kate ist der Ton hoch, also ist gar nicht schlimm, wenn einer von beiden durch die Hedge entkommt. Und auch das ist wieder mal nicht getunnelt, Leute, weil, wie gesagt, ich die Cheryl eben dazwischen hatte. Katsching. Pinhead läuft auf einmal, läuft der Typ wie geschnitten Brot, ey. Hauptsache, sie macht noch einen Gen. Die gönnt sich noch die Points. Ja, ich kann mir Nöd auf dem Pinhead hier gut vorstellen. Ich slap dich auch nochmal. Ich gönne mir auch nochmal ein paar Points.
Und zack. Ah, Nia, Nia, Nia. Pinnet neuer Main, ich glaube so schlimm nicht. Aber wieder ein 4K, zweimal 4K hintereinander. Uiuiuiuiui. Ja, scheiß mal auf dieses scheiß Ketten-Scheiß-Ding hier, oder? Einfach hinter den Leuten hinterherlaufen, Perks mitnehmen, die Loops abcutten, Bambusel, Paletten schnell zerstören können, Gens blocken, Pop Ghost du Wiesel, Ende im Gelände, ja? Machen die gar nichts mehr. So, wer hat denn alles hier Iron Will dabei gehabt? Drei Leute. Uff. Ist halt auch einfach ein Meta. Das, also so ein Perk, Leute, kann ja nur legit Meta sein, ja. Es hat keinen Nachteil, du nimmst es mit auf Stufe 3 und du bist verletzt und hältst einfach dein Maul. Du machst keine Geräusche mit oder irgendwas. Und es hat keinen Nachteil. Du bist nicht irgendwie langsamer im Reparieren oder im Retten oder blablablub, einfach, du bist einfach still, du bist verletzt, ja, dir hängt da der halbe Darm auf der Seite raus, aber scheißegal, du bist still wie ein Mäuschen. Ja, El Bajo, wir haben ja sowieso, eine Runde ist glaube ich noch drin, also ich mache jetzt noch eine Abschlussrunde, El Bajo. Aber schön, dass du auf jeden Fall wieder dabei warst. Ja, freut mich immer. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend mit deiner Frau. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Ja.